Bier oder Wein? Bier. Facebook oder Instagram? Facebook. Volksfest oder Schlappendau? Volksfest. Schwierig. Siehst du, das war die Frage, wo der Harald Fichtner ewig gebraucht hat. Ja, verständlich, aber. Weil du wolltest das vorhin wissen, ne? Ja, ja. Verständlich. Verständlich, ne? Schicksal oder Zufall? Zufall. Stadt oder Land? Land. Jenny, nimm doch schon mal Platz, vielleicht so. Mittig. Bernd Günther. Ganz vorne. Was wäre das für eine Frage gewesen, vor der du Angst hättest? Ja, zum Beispiel Frauen fragen oder sowas, man macht nein, auch dabei. Ganz Frage. Obergriner Sound oder Dixieland Jazz? Das muss schneller gehen. Obergriner Sound oder Dixieland Jazz? Dixieland Wenn du nur noch eins könntest in Zukunft, nur noch flüstern oder schreien? Schreien. Schreien. Sabine singt oder Bernd singt? Bernd singt. Ich weiß nicht, dass... Nicht, dass es, ich weiß nicht, ob die Arme einen guten Verlauf nimmt. Aber Sabine, ist bei dir alles klar? Wir sind mit zwei Fahrzeugen hier, okay. Intelligenz oder Schönheit? Schönheit. Schau an, wie sie lächelt, ne? Volksfest oder Schlappendag? Volksfest, weil es öfter ist. Okay, bitte Applaus für deine Kinder. Wir versuchen ja hier beim GWAF immer ein breites Abbild der Gesellschaft zu bilden, zu bieten oder so. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, alle Volksfestwürde, wir haben schon einige im Laufe der Zeit hier zu präsentieren. Und jetzt sind wir, Alex, wir sind vom Volksfestwirt zum Gläserspieler. Ist das irgendwie... Das heißt Spüle, nicht Spiele. Spüle. So ist er zu mir, so läuft das die ganze Zeit. Aber Alex, ganz stopp, kurz noch einmal. Kannst du eigentlich seinen Namen richtig aussprechen? Wahrscheinlich nicht. Sag noch mal. Brix. Ja, und ein Vorname? Peter. Und wie findest du die Pace? Super. Peter Brix ist ja eigentlich ein schlechter Name für einen Oberfranken. Ne? Na schon. Volksfest oder Schlappendau? Volksfest. Hardcover oder Taschenbuch? Hardcover. Wenn du nur noch das eine oder das andere könntest. Höchstens 4 Stunden schlafen oder mindestens 14 Stunden? Höchstens 4. Zeilen oder Zeuge? Zeuge. Vampir oder Werwolf? Vampir. Setz dich doch. Wie wird man Hofbloggerin? Man wird Hofbloggerin, indem man sowieso schon Autorin ist, indem man Soziologiestudium macht mit Schwerpunkt Kommunikation und Internet. Du bist, hast ein Soziologiestudium ja, gemacht abgeschlossen. Und bist Autorin. Genau. Und du hast überhaupt keine Absichten, Geld zu verdienen, schließe ich da los. Doch. Und das ist ja das Problem, ne? Weil wenn man Soziologie studiert, dann kann man entweder Taxi fahren oder man überlegt sich halt was. Ne? Naja, genau. Und genau, und als Autor ist genau das Gleiche. Wenn man das verdoppelt, dann wäre die Chance ja nicht besser. Außer also, man verkauft sich so wie ich. Klar, Autoren, alle Autoren prostituieren sich. Das sage ich. Bringen wir ein T-Shirt mit. Er schreibt dann mal vorhin, ja, entweder oder Frage M oder schon L. Peter, solche Freunde habe ich. Das ist doch. Und, Freund ist zu klein. Ja. Und jetzt überhaupt die Kostings-T-Shirt. Das ist das T-Shirt. Weiß man ja alle Influencer sein, ne? Also, das ist ja. Also, ja, und vor allem, also ich hasse das Wort Influencer. Warum so? Na, weil es immer so klingt, als wären die Menschen doof, als wären die, als würden sie beeinflusst werden. Ja, ja, genau, als würden sie sich von, ich meine, ich bin aufgewachsen mit dem kritischen Geist für Werbung. Also Werbung war bei uns ja, immer ganz schön. Du machst das selber, glaube. Ja, ja, das ist ja das, das sag ich ja, ich verkaufe mich. Sag ich ja. Das enttäuscht mich jetzt irgendwie. Nee, ich mache schöne Werbung, ich mache ehrliche Werbung. Wieder, ehrliche Werbung, gibt's das?
Niemand mag es schon, ich möchte hier ein wenig ins Gespräch einführen. Gute Frage. Ist schon gut. Aber ihr macht da schon Werbung für euren Buchladen, ne? Ja, auf jeden Fall machen wir Werbung mit dem Buchladen. Aber eher, würde ich sagen, mit Veranstaltungen, als dass wir irgendwie da ein großes Werbebudget hätten. Ah, Veranstaltungen. Zeugen oder Zeugin, du hast dich Zeugen entschieden. Und aber es gibt ja die Veranstaltungsreihe Zeugen und Zeugin. Ne? Richtig. Ich finde die super. Aber der Karl hat ja beides gemacht. Der hat Latein gegeben und katholische Religion. Deswegen und Latein fandst du besser? Latein wird zum Beispiel. Ich habe damit drei und also, drei. Nee, also Latein hat leider keinen Spaß gemacht. Ja, Björn. Also er, der Karl Palitz hat leider keinen Spaß gemacht. Ja, also okay. Hast du auch Latein? Eine Mini, das heißt das. Ach, hör auf. Ja, das ist jetzt was für Insider. Die hatte ich, ja. Ne? Die hat gleich in der ersten Stunde mich angeschrieben, warum grinsen Sie so blöd, Herr Sprange? Ja, und die hat ja wirklich ganze Generationen von Schülern im Schiller-Gymnasium. Das Fürchten gelernt. Das war wirklich Fragen. Ich bin sonst nicht so, ne? Aber da muss man mal sagen, die ist Pädagogin geworden, weil sie Kinder gehasst hat. Das war auf dem 11. Klasse Ausflug nach Paris. Nach Paris macht man ja keine 11. Klasse Ausflug. Und vor allem mit der Mini, weil die wollte ja immer nach Rom gehen. Und wir haben es geschafft, uns durchzusetzen mit der Paris. Weil die hat ja Ja, genau, da war sie nicht ganz so daheim. Dann. Und auf der Rückfahrt gab es dann freche Lieder, in denen die Mini schon vorkam. Also da das ist ja gemeint, man sieht sich manchmal noch mal wieder. So ist. Da hat schon erkannt, wer gemeint ist bei meinen frechen Liedern. Und ich hat sich ja sicher oft gesehen, weil du trittst ja oft auf. Ne? Ja. Aber du kannst ein anderes Lied. Ja, ich könnte schon mal was sehen heute. Du hast was. Mach ich manchmal lieber als eine Frage beantworten. Hör auf, du hast. So, da könnten wir uns jetzt was aussuchen. Aber ich würde mal sagen, unsere VIP-Assistentin Elisabeth. Nachdem sie eh so geknickt ist, wollen wir dich ja natürlich wieder ein bisschen aufbauen. Und gibt es denn einen Musikwunsch, den dir der Bernd erfüllen könnte? Ich hätte gerne einen französischen Chanson. Aber auf Französisch können wir den nicht singen. Also der, ja. Kannst du schon was Chanson-mäßig? Also gut, es gibt eine Sissi-Bau-Version, das Französische überlasse ich normalerweise meiner Biene und ich mache dann den Louis Armstrong dazu. Also ihr könnt jetzt mal schnell so eine kleine Jazz-Version von Sissi-Bau werden. Bist du manchmal Akkordeon? Ja, das gibt's wirklich. Wenn ich in der Sauna spiele, spiele ich auch mit Nacken und Wunder. Peter, machst du das auch? FKK-Strand im Winter? Nein, ehrlich nicht. Was machst du? Ich habe immer keine Füße, deswegen kann ich das machen. Ja. Was machst du sonst außer Buchhändler? Na, sonst spiele ich halt Tennis. Tennis? Das hätte mir jetzt den Peter Briggs auch nicht zugetraut. Ja. Wir hören einmal an, wie so ein Jenny-Beitrag sich anhört. Weißt du noch, von wann der ist? Ja, immer vom letzten Jahr, da war ich ganz am Anfang gestanden. Ich weiß nicht genau, Mai 18 erste oder Mai. Ja, Mai, weil es geht ja um 30. April und 1. Mai. Ich habe ein total ambivalentes Verhältnis zu volkstümlicher Musik. Oh. Dass Schlager heute bei der Jugend ein Revival erfährt, gruselt mich zum Beispiel. Soll das irgendwie cool sein? Also ich weiß ja nicht. Gleichzeitig aber kenne ich sie alle auswendig. Und mit alle meine ich auch alle. Aber was alle? Alle Schlager. Alle Schlager. Stellt mir ein Bier hin und ich beweise es euch. Jawohl! Yeah! Und Elisabeth! Elisabeth hat dir dieses Bier bereits hingestellt. Ja, kann mal. Na, er gehört zu mir, ne? Ja, okay, und da muss ich die Zeit aber sagen. Also nicht nur, achso, du bist, erkennst du. Mein Name an der Tür. Okay, und jetzt probieren wir das noch einmal mit dem nächsten.
Gleiche. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass mein Vater bereits in zahlreichen Bands spielte. Deshalb bin ich gewissermaßen im Bierzelt aufgewachsen und kann auch gar nichts dafür. Egal. Ab zum neuen Beitrag. Heute erzähle ich euch, wie ich mit meiner Familie in den Mai gefeiert habe, was ich mit dem Smartphone unseres Oberbürgermeisters will und weshalb irgendjemand von euch mir ein Freibier schuldet. Am Morgen des 1. Mai sind wir angesichts der vielen Angebote unschlüssig, auf welche Feier wir gehen sollen. In meinem Herzen ist die Entscheidung jedoch längst gefallen. Weil ich in Brückendruck aufgewachsen bin, möchte ich das Maifest dort besuchen. Die Maibäume, die ich da verpasst habe, kann man wirklich an einer Hand abzählen. Allerdings, und jetzt kommt die große Beichte, habe ich in keinem Jahr mitgeschnitten, dass unser Oberbürgermeister Harald Fichtner seit über 20 Jahren dort für einen guten Zweck mitarbeitet und unter anderem beim Bratwurstverkauf der Metzgerei Preußner anpackt. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Der gute Zweck ist wahrscheinlich, dass er populärer wird, ne? Ja, klar. Ne? Aber der macht sich die Hände schmutzig, ne? Ja. Das ist der gute Zweck. Jetzt klinge ich wie so CSU-Wählerin. Als ich mit meiner Tochter in der Schlange stehe, bin ich wie vom Donner gerührt, weil unser Oberbürgermeister ihre Bestellung aufnimmt. Liegt es daran, dass ich immer Fischbrötchen gegessen habe? Oder hast du immer Fischbrötchen gegessen? Ja, immer. Oder Brezen. Also wenn du die Wahl jetzt zwischen ein paar Bratwurst und der Fischbrötler. Also ich gehe manchmal am Bayernplatz zu kaufen, alle halt Fischbrötler, das sehe ich schon, aber das ist die echte Minderheit. Ja gut, ich würde Bratwurst nehmen. Ja, Bernd, du willst auch Bratwurst nehmen. Ist Bratwurst eigentlich der Grund, um nach Hof zurückzukehren? Definitiv. Auf jeden Fall. Wurst ist der Grund, um nach Hof zu. Wurst im Allgemeinen. Wurst und Bier? Ja. Ja. Und Brot auch? Ja, also, Backwaren allgemein. Backwaren. Es gibt sogar viele Buchhandlungen. Ja, das stimmt. Die Buchhandlungsdichte im Hof ist sehr, sehr hoch. Also für eine Kleinstadt? Ja, also ich finde, ich glaube, Hof hat mehr Buchhandlungen als die USA in der ganzen Fläche. Also ich lache. Ihr lacht. Brotwurst mit Sauerkraut, gleich wieder rauskauen. Kurbelig feste, Samba auf dem Marktplatz. Hofer füllen da geschlappen durch Wäschlamon. Schwarzer Bach am Wald und an der Soll. Wir sind Oberfranken, da wir können uns im Himmel bedanken. Viel Wald, Paner Schranken, wir sind Oberfranken. Überall gibt's schöne Maler, bloß im Hof gibt's Schwappen. Wir müssen jetzt mal wieder konzentriert sein, weil es durch die Hochkurve. Ja, ich habe einen Oberbürgermeister, der kann der Bratwürste für einen guten Zweck verkauft. So, jedenfalls will ich das unbedingt in meine Story einbauen und überlege überhaupt, wie ich ihn höflich nach einem Foto für den Beitrag fragen kann. Doch, der war wahrscheinlich schüchtern und nicht bereit, sich fotografieren zu können. Ich war nicht schüchtern. Für mich war das, wo ich den Vlog gerade erst anfange. Ich habe ja so ungefragtes Stadtmarketing gemacht. Ich habe ja niemanden gefragt. Ich habe das ja einfach gemacht und habe mich hingestellt, wie wenn ich die Hofexpertin bin und dann habe einfach angefangen, über Hof zu labern und auf einmal haben mir ewig viele Leute gefolgt, damit habe ich nicht gerechnet und dann war ich gehackt gegenüber solchen offiziellen Persönlichkeiten, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich es sehr blöd. Der hat mittlerweile Angst vor dir, weil du ja unglaublich Einfluss hast als Influencer. Zum Glück ist mein Konzept ja immer sehr positiv, ne? Muss er nicht haben. Aber auf jeden Fall hatte ich schon einen Schiss, weil ich gedacht habe, vielleicht finden sie das blöd, was ich da mache. Das war, ist ganz super. Nee? Auf jeden Fall. Ich bin ehrlich gehemmt, warum auch immer. Der Mann ist doch nett. Während die Kinder in der Hüpfburg toben, warte ich auf eine gute Gelegenheit, nach dem Foto zu fragen. Und als unser Herr Fichtner eine Pause macht, nehme ich all meinen Mut zusammen, stelle mich vor und frage vorsichtig, ob ein Bild nachher okay wäre. Ich muss schon über mich selbst lachen, aber ich bin wirklich nervös. Vielleicht findet er das ja alles total doof und überhaupt. Doch es kommt ganz anders. Ja klar, antwortet er. Ich habe hier auch eins auf dem Handy. Wollen Sie sich das vielleicht selbst schicken? Also der hatte schon ein Foto von sich in der Bude und das sollte ich mir dann von seinem Handy selbst schicken. das habe ich mir das ist ein einfacher Trick eigentlich, ja. Um an Handynummer von Frau zu kommen. Ja! Ich habe mal gedacht, warum passiert das? Wenn du Frauen kennenlernen willst, dann müsstest du in einer Waschlerbude stehen und fände ich ja hin. Und dann wäre alles so. Dann kriegst du die Telefonnummer, dann merkst du. Ja,
am Volksfest als Gläserspieler kriegt man das natürlich nicht, weil man nasse Hände. Ja. Ja, aber das ist, da kannst du dein Handy weitergeben. Geben Sie mir Ihre Nummer. Super Trick. Genau, genau so. Genau. Also ich habe mich lang gefragt, und ich hatte die gleiche Idee wie der Peter Brixer. Ich habe gedacht, warum? Genau, so war es. Das war die Idee. Nein, klar. Das ist euer erstes, was sagt das über euch eigentlich aus? Ja, das... Der Kaiser hat gleich gesagt, bei der Jenny Müller muss da ein wenig aufpassen. Ich war mit der kommuniziert, da haben sie mir gleich einen Sexismusvorwurf gemacht. Witzige Anekdote aus der Buchhandlung erzählen. Na, mach's nicht. Was am Dienstag passiert ist. Nein, tu's nicht. Wir wollen jetzt die Geschichte dann noch zu Ende hören. Jetzt wissen wir ja die Telefonnummer vom Fichtner, wie der an die Jenny, hat die euch öfter angerufen? Dann? Vorzugsweise nachts, egal. Okay, lesen wir mal weiter. Er hat gesagt, ich schulde ihm ein Foto, weil, ist ja klar, ne? Wir müssen das jetzt schnell zum End bringen, sonst. Also pass auf, so, speichere letztlich mein, keine Ahnung, wie ich mich durch das Menü arbeite, speichere letztlich meine Nummer ein und schicke mir dieses Foto. Braucht jemand von euch noch ein paar Gedanken? Ich habe mir nämlich zu viel davon das gemacht. Das ist sehr gut, wie du liest, sehr schnell. Du könntest bei diesen Medikamenten, ne, wenn die Fernsehwerbung kommt, dann brauchst du immer Leute, die sehr super schnell sprechen. Was, mit Dalin oder was? Nein, die dann sagen, was das für... Ja, das ist eben schnell. Da gibt es immer auch... Das Risiko nehmen wir. Ja, stimmt. Ja. Jetzt machen wir so weiter. So. Da könnte jetzt der Bernd Günther wegen Musik dazu machen, weil jetzt geht's. Der Bernd Günther wird jetzt thematisiert. Ja, dann machen wir wegen dezent französische Musik dazu. Die Stimmung ist ausgelassen, die Kälte wird ein wenig von der Sonne vertrieben und so ist es Zeit für mich, eine weitere Hemmschwelle zu überwinden. Ich möchte dem uns allen bekannten Musiker Bernd Günther eine witzige Geschichte erzählen. Von der ich nicht einschätzen kann, wie er sie wohl findet. Es gab nämlich bereits zwei Hofer Alternative Rock Bands, die das Publikum auf Konzerten und Contests immer wieder gerne mit den Worten Servus, wir sind Bernd Günther aus Hof begrüßten, bevor sie mit kreischenden Gitarren loslegten. Ich stelle mich bei dem Musiker vor und rücke behutsam mit meiner Geschichte raus. Übrigens hat er zu dieser Rockband gehört. Ja. Deutschlandweit. Servus, wir sind Bernd Günther aus Hof. Ne? Jetzt bleiben wir mal bei dir vorbei. Jetzt haben wir mal was Neues einfällt. Das war doch vorher nie. Das haben wir immer anders gemacht. Wo kommen wir denn da hin? Wir haben zwar Volksjahr lamentiert, dass was nicht richtig war. Aber dass wir was zu jammern haben, machen wir so wie alle Jahr. Und Schuld sind doch die anderen dann, weil Tradition geht vor. Genau so. Ja? Jenny, welchen Vloggerin-Beitrag von dir findest du selbst am besten? Oh, warte mal. Bahnhofsviertel. Ja, das Bahnhofsviertel war zumindest der meistgelesene, den haben die Leute geliebt ohne Ende. Was du magst. Welchen finde ich? Oh. Kannst du da mal eine andere Frage machen? Ja, Bernd, hast du auf deiner eigenen Hochzeit gespielt? Glücklich werden im Hoferland hieß der. Der war so satirisch, ist mir einfach frei von der Leber weg eingefallen. Der war so wenig bissig. Das ist der einzige Beitrag, der so wenig bissig ist. Der geht genau auf diese Meckerer. Willst du gern noch ein bisschen bissiger werden? Ich wäre manchmal schon gerne, weil das ist schon sehr wertschätzend, was ich immer mache. Ne? Das ist sehr einseitig. Ab und zu würde ich schon gerne mal was sagen, aber ich bin froh, dass ich es nicht muss, weil der hätte ich Magenkrebs oder so wahrscheinlich. Peter Plex, mit richtig geschrieben mit B. Doppel-X. Haben deine Eltern bewusst die gleichen Initialen? Ich weiß nicht, ob man Initialen wirklich so schreibt. Ich habe Zweifel. Die Boris Becker bei deinen Namens gewählt. Wie ist dein Handicap beim Dennis? Das war eine sehr schöne Frage. Jenny, du hast jetzt die letzte Bierdeckelfrage. Jetzt hat man schon mal, welchen Bloggerinnenbeitrag von dir findest du selbst? Ja, den hast du nach hinten gesteckt. Also. Den habe ich einfach nach hinten gesteckt. Das kann man auch also ich finde auf jeden Fall von mir am besten den über den Volksfest würde.
ganz. Ja. Die sind cool, ne? Nö, ich bin immer authentisch, haben wir auch schon geklärt. Das habe ich mir schon gedacht. Das hat mich, gefreut. Danke an die Jenny. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Danke an den Herrn. Das war sehr lustig. Und kommt gut nach Hause. Ich habe ein Lied ans Hof und schrie. Längst setzte die Gesang dabei. Und hab ich habe überdreht. Der Hofer steckt das Ei. Echt Hofer ausdrückt, komm mal vor. Da lernt auf Ei noch was dabei. Und wer die Sprache ein bisschen hoch, der stimmt auch gleich mit ein. Ja, wir sind echter Hofer. Wir stellen uns den Lied an. Ja, wir sind echter Hofer. Aus dir gibt's immer da. Doch eins bist du ein Hofer. Das sagen wir einfach Horn. Das Wörtler haben wir hinten und vorne an unserer Autos dran. Das Wörtler haben wir hinten und vorne an unserer Autos dran.